Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist soweit. Buggys Kombüsenstudio, zweite Staffel. Ihr habt lange drauf gewartet. Ja, wir haben auf den Sommer gewartet. Also dementsprechend ist das nun mal so, dass es ein bisschen länger dauert. Aber jetzt legen wir wieder los. Mit dem sommerlichen Gericht. Genau. Ihr seht das alles hier. Das braucht man oder auch nicht. Und wann geht's aber so richtig los? Nach dem Intro. Unser Kombüsenchef hat genug Urlaub gemacht. Wird auch Zeit, dass er wieder da ist. So, oh je, das bist du doch so. Ja, ich bin auch immer gerne im Urlaub. Also, ja. Möchte ich nur Urlaub haben, oder nicht? Und wir machen wieder, ne? Was steht da? Mir egal, ich koche das jetzt so. Und so wird die ganze Staffel sein. Und wir haben das ein oder andere Highlight eigentlich geplant. Ob das so wird, wissen wir jetzt heute noch nicht. Was gibt es denn heute eigentlich? Heute soll es schönes Grillgemüse. Grill, genau. Also nicht grillen wollen wir nicht, sondern Grillgemüse geben. Das heißt schön, ihr könnt es auf dem Grill machen. Aber, oder? Genau, wir haben deswegen auch den Omnia. Auch im Omnia geht das natürlich wunderbar. Schnippelt das alles zusammen, packt es in den Omnia. Dann wird das im Prinzip gegart und so funktioniert es auch. Ich nehme es gerne auf den Grill. Muss man so entscheiden, wie man möchte. Denn man kann das nämlich individuell super anpassen. Genau. Packt das rein, was ihr mögt. Wir zeigen euch gleich, was wir reinpacken. Und vor allen Dingen, wenn jemand irgendwas nicht mag, dann lasst ihr das für ein Päckchen dann raus. Denn oder es wird oder mit Päckchen verträgt. Heißt, das auch. Gibt es ja nicht nur Mäkelpötte, es gibt auch Leute, die irgendwas nicht vertragen. Genau. Und wir machen daraus so kleine Alupäckchen und die kann man dann schön auf den Grill packen, werden dann schön gar und dann ja, schmeckt das hervorragend. Genau. Das zeigen wir euch gleich. Also entweder auf dem Grill, das würden wir immer empfehlen, gerade in der Sommersaison, aber halt auch in der Wintersaison kann man das machen. Wunderbar. Dann den Omnia Rock Trail und was es da nicht so alles gibt. Auf jeden Fall so ein Ofen. Falls ihr den Grove, also Horst von Grove Camping habt. Geht auch. Auch das geht. So, was wir haben wir jetzt? Halt doch die Klappe. Jetzt bin ich doch hier dran. Du hast da so viel zu tun. Ja, machen wir. Fängt das hier schon so viele an? Ja. Unfassbar. Also, was haben wir an Gemüse? Gemüse geht theoretisch alles, was man kochen kann, kann man da machen. Stell den erstmal an eine Seite. Genau. Rotkohl würde ich nicht reinmachen, aber theoretisch sowas Ekliges wie Champignons. Das ist wieder so. Mag er wieder nicht. Kommt schon mal zur Seite. Tomaten. Das finde ich auch eklig. Packen wir wieder zur Seite. Zwiebeln, Lauchzwiebeln. Auch für dich eklig. Und weg damit. Möhrchen. Mensch, das ist da ja mal. Das ist zum Nutzen. Oder halt, wenn es mal ein Dicker mag, auch eine Zucchini. Genau, das magst du auch. Genau, also bei mir sieht es relativ wenig aus. Also Kräuterbutter kommt mit drauf. Genau, das haben wir dann so ein bisschen, zeige ich gleich. Und was hast du vergessen? Naja, ein bisschen Salz und Pfeffer gehört auch noch dazu. Genau, und was machst du jetzt theoretisch? Erstmal schnippeln. Genau, und das zeigen wir euch, glaube ich, in einem Zeitraffer, weil dieses Geschnippel, das wisst ihr, wie es geht, das müssen wir euch ja jetzt nicht zeigen. Genau. Reiche mir die Möhren. Warum? Warum willst du jetzt die Möhren haben? Was machst du denn damit? Ja, mit den Möhren muss ich doch die erstmal vorkochen. Nämlich bissfest vorkochen, damit sie dann auch schön den Rest mit dem ganzen Gemüse gleichmäßig durch sind. Also ab in den Pott, bisschen Wasser rein, vorkochen, sodass sie bissfest sind. Und dann ist das so wie das andere Gemüse. Nee, das muss man nicht vorkochen. Aber dann ist das so wie das andere Gemüse, weil wenn man das in ein Paket zusammenpackt und es dann gleichmäßig gart, dann ist es auch gleichmäßig fertig. Aber die Möhren brauchen halt leider so 5 bis 6, 7 Minuten, dass sie, wenn sie kochen, dann im Prinzip einmal gekocht werden. Genau, natürlich also, kann man noch weitere, wie gesagt, Gemüse, also alles, was man irgendwie in der Pfanne hauen kann, kann man nutzen. Passt nur auf, dass es ungefähr die gleiche Garzeit am Ende dann hat. Und dann klappt das auch gut. Genau. Gut, dann gebe ich dir jetzt den Topf. Jawohl. Und dann zeigen wir euch gleich, wie wir solche Päckchen machen, ne? Richtig.
So, was hast du gerade im Off gesagt? Red doch mit den Leuten in die Kamera. Was habe ich denn im Off gesagt? Weil du Alufolie nutzt, ne? Weil du machst ja jetzt 4 Päckchen mit Alufolie. Und was könnte vielleicht passieren? Naja, dass das vielleicht nicht so umweltfreundlich ist, bla bla. Ich mach's so. Genau. Da steht's. Genau. Weil das mache ich auch nicht immer, von daher, halt gut. Ja, wenn wir beide zusammen sind, macht er es eh nie, weil dann kriegt er nämlich die Krise, weil, wie gesagt, ich esse davon ja so gut wie nix. Ja. Deshalb, er freut sich immer über Gäste. Aber das ist nämlich das, was wir ja mit dem Omnia auch sagen wollten. Wenn ihr das im Omnia machen wollt, dann ist das natürlich umweltfreundlicher, klar. Weil, du packst es da rein und gut ist die Kiste. Alles gut. Und ich habe jetzt 4 Päckchen, weil wir sind 4 Leute in dem Fall. Die anderen beiden seht ihr nicht. Die wollen nicht mit auf die Kamera. Genau, die sind nämlich da. Ist auch kein Problem. Ja. Jetzt werden wir hier schöne Häufchen machen. Ich möchte nicht, dass du Häufchen hier machst. Sagen wir aber immer so. Wir gut. Machen jetzt Häufchen. Und die gut. Machen wir jetzt. Aber für ein Omnia würden wir euch empfehlen, wenn ihr diese Viertel oder Halben, diese extra Schalen habt, dann geht das natürlich besser. Weil sonst in so einer großen Schale, wenn alle dasselbe essen, dann geht's. Hast du noch Ersatz? Ja, natürlich. Ah ja, wir haben nochmal 100 Kilometer davon gekauft. Ne? Richtig. Aber das reicht. Hat genau gereicht. Das ist ja gut. So, das heißt, was machst du jetzt genau? Also du hast jetzt hier Alufolie hingepackt. Genau, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal in Ruhe die Alufolie hier ausbreiten und dann zeige ich euch, was ich genau mache. So, darf ich mein Päckchen selber machen, damit ich nur so viel kriege, wie du möchtest? Kannst du machen. Das ist das Kleine, das ist deins. Haben wir keinen Löffel? Muss ich das anfassen? Ich mache das per Hand, aber das könnte noch ein bisschen warm sein, deswegen vorsichtig. Hol ich mal einen Löffel, oder? Ja, hol einen Löffel. Ist okay. Fange ich schon, glaube ich, an, ne? Ich habe ja die Hände gewaschen, also darf ich das auch anfassen. Für die anderen mache ich natürlich normale Päckchen, logischerweise. So, bitteschön, der Herr. Nee. Nee. Muss ich mehr machen? Ja. So, mehr mache ich nicht. Okay. So. Jetzt kann er sich noch ein bisschen Gemüse nehmen, also ein bisschen Möhren nehmen. Genau. Da ein bisschen Wind ist, deswegen haben wir das hier überall. Falls ihr euch fragt, wie der Mann es mit mir aushält, ich mache den immer besoffen nachts. Was? Achso, das sollte ich hier gar nicht erzählen, ne? So, und den Rest wollte alles an Andreas haben, habe ich gehört. Ja, Andreas steht total auf Möhren, deswegen alles bitte drauf. Da wird schon komisch geguckt. Kann ich das eigentlich hochheben? Ja, natürlich. Wieso mache ich das eigentlich? Das ich wollte gerade sagen, vielleicht mache ich das am besten. Also ihr verteilt das einfach so, wie ihr wollt. Nicht? Das ist also alles. Ich glaube, es ist auch noch wichtig, wie groß die Dinger sind. Also je mehr Gemüse ihr habt, desto größer solltet ihr natürlich das Päckchen machen, also die Alufolie oder wie auch immer, was ihr da nutzt, damit ihr das auch verschließen könnt. Genau. Ich glaube, wichtig, oder? Jetzt haben wir noch ein bisschen Tomaten. Katja will keine Tomaten, das heißt, das Päckchen... Wie machst du das jetzt mit den Tomaten und den Zwiebeln? Wieso? Wenn du alles aufeinander hast. Wenn jemand keine Tomaten verträgt. Dann müsst ihr das einzeln machen. Das ist richtig. Aber ich habe ja die Ecke da noch, wo keine Tomaten dran sind. Kriegen wir hin. Ich frage ja nur. So. Ich frage mir das auf. Das ist so in Ordnung? Gut. Prima. Wir kriegen einen Daumen hoch dafür. Auch das könnt ihr machen. Wenn dir das Video gefällt, Daumen nach oben. Könnt ihr auch was kommentieren? Gerne auch über Alufolie. Wir diskutieren mit euch stundenlang über Alufolie, wenn ihr das wollt. Sonst, wenn ihr... Ja, das machst du ja. Wenn ihr Rezeptideen habt, rezepte@buggy-kombüsenstudio.de. Ja, da wird es aber ein bisschen wieder schwierig, weil du magst ja nicht alles. Aber gut, wir gucken. Ihr könnt die schicken. Stefan muss zur Not etwas machen, was ich halt nicht esse. Wenn eine Dönerbude im Eck ist, ist ja nicht schlimm. So, dann haben wir noch Pilze. Mehr Salz. Naja, das ist es in dem Fall nicht. Aber klar, jetzt habt ihr natürlich noch die Herausforderung. Wenn wir das jetzt gleich zusammen machen, müsst ihr euch merken, welches von wem ist. In dem Fall, weil wir eins ja ohne Tomaten haben, müssen wir uns das also merken. Bei Marcel ist das ja relativ einfach, ist ja das Kleine. Da also ja idealerweise drin, habt ihr pinke auch noch, also unterschiedliche Farben von Alufolie. Ich habe jetzt nur Salz und Pfeffer rangemacht, mehr nicht. Und jetzt kommen wir noch zu den Würfeln hier sozusagen für den Kräuterbutter. Die Geheimzutat. Naja, geheim ist das jetzt auch nicht. Gibt einen leckeren Geschmack, finde ich persönlich ganz gut. Muss da auch gucken, ob man das verträgt oder nicht. Und ja, macht man überall was ran. So, und zum Schluss mal noch ein bisschen Öl da dran. Hände waschen müsst ihr natürlich, ein bisschen schmiert es dann vielleicht.
Wenn es kälter ist, ist es besser. Aber wir haben ein bisschen gebraucht. Ja, normalerweise nehmen wir ja nicht auf, wenn wir sowas machen. Warum mache ich ein bisschen Öl dran, damit es unten nicht so anwapst? Jo. So. Relativ easy. Zack, und jetzt bin ich gespannt, wie du hier mit so viel Zeug ein Päckchen draus machst. Läuft. So, das gut. War's schon. Und jetzt heißt es ein bisschen wieder warten, weil ich habe gehört, gewisse Zuschauer möchten erst in gut eine Stunde hier etwas machen. Ich glaube, es muss aber diskutiert werden, was es alles zusätzlich noch an Essen gibt, weil ich würde behaupten, für gewisse Leute nichts mehr, weil das ist ja schon eine Mahlzeit. Ach Quatsch, welche? Da gibt es natürlich noch lecker Wurst und Grillfleisch. Nee, das ja, aber es sollte ja noch die Stars sehen und Peng Peng geben. Gut, das heißt, wir melden uns wieder, wenn wir dieses Zeug auspacken. Beziehungsweise wir jetzt auf dem Grill haben. Theoretisch, du machst einen Grill an, packst das drauf und wie lange braucht man ungefähr? Ja, das bis dauert so Viertelstunde ungefähr, 10 Minuten, Viertelstunde. Muss man mal zwischendurch mal gucken. Genau, das zeigen wir euch nämlich jetzt in bewegte Bilder und dann melden wir uns wieder, wenn wir dieses Zeug gegessen haben. Das schmeckt lecker, den Rest würde ich nicht. Das ist sehr lecker. Ja. Erzähl nicht. Das ist mein Job. Ich bin Kritiker vom Dienst. Oder, Andi, wie war das? Mäkelpott vom Dienst. Das glaube ich eher. Also, wie versprochen, haben wir es jetzt ein bisschen später, weil wir wollten ja noch nicht gleich essen, aber jetzt soll es losgehen und jetzt habe ich das auf dem Grill gehabt. Da steht da der Grill. Wie lange habe ich es jetzt drauf gehabt? Ja, so... Länger als du gesagt hast. Ja, tatsächlich so, wirklich so 20 Minuten ungefähr ist es jetzt drauf. Und je nachdem, wie man es denn auch mag, kann man es dann länger oder weniger lang. Und vor allen Dingen, wie viel Gas man gibt. Ich mache das immer ein bisschen sanfter, also lieber ein bisschen lockerer dünsten lassen. Und ja, dann kann das im Prinzip losgehen. Ich gebe dir jetzt mal so ein Paketchen. Da muss man aufpassen, die sind heiß natürlich. Hast ja echt nichts für mich übrig gelassen. Ja, ja, da ist nicht viel drin. Ne? Muss ich nur mal das Richtige raussuchen, weil eins war ja auch ohne Tomato. Das sollte das sein. So, jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, das wisst ihr, kameramäßig ist das schwierig. So, also. Vielen Dank. Dann haben wir noch eins, was normal ist sozusagen. Ja, komm mal her, Andreas. Sehr gut, danke. Manchmal ist es einfach einfacher, man fasst es kurz an. So. Nee. Nee? Da kommt so, gleich ein nächstes auf. Da muss ja noch das Brot drauf. Ja, ja, gut, wir wollen ja weiter essen, das ist klar. Ja, auch wenn das Video nur um dieses Grillgemüse geht. Wir sind ja hier beim Essen. Und das ist das Schöne an dem Grillgemüse, du kannst es halt vorbereiten im Vorfeld. Ne? Genau. Und dann ist es gut. So, jetzt machen wir hier mal ein schönes Bild, damit wir euch das auch zeigen können. So sieht das Ganze aus. Und klar, wer jetzt noch möchte, ein bisschen Salz und Pfeffer nachwürzen und so weiter. Salz und Pfefferstreuer hole ich gleich noch, falls jemand möchte. Und dann kann man auch die Soße, die dann sich unten gebildet hat, schön mit selbstgebackenem Brot dann dippen übrigens. Das selbstgebackene Brot könnt ihr auch euch angucken in der ersten Serie von Buggys. Staffel von Buggys Kombüsenstudio. Da haben wir das gemacht. Also das ist mittlerweile auch ja, richtig gut geworden, finde ich. Gut. Ist halt ein schönes Weißbrot. Jetzt wollen wir essen. Wir können euch sagen, das schmeckt wunderbar. Es wird demnächst auf unserer Homepage buggy-kombüsenstudio.de könnt ihr es nochmal nachlesen. Und dann würde ich sagen, wollen wir nicht lange drum schnacken, wollen das lecker essen. Genau, wir wünschen euch eine schöne Grillsaison und guten Hunger damit vor allen Dingen. Genau, und dann gibt es bald hier weiter mit was auch immer wir kochen. Wie gesagt, wenn ihr Rezeptideen habt, entweder in die Kommentare schreiben oder halt uns per Mail schicken. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt hungrig, werdet nicht so dick wie der und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Du hast doch schon ausgebreitet. Ja, ja. Ich muss erst mal gucken, dass ich das hier noch festkriege. Das dauert halt einen Moment. Deswegen habe ich gedacht, du machst nur mal kurz die Kamera aus dafür. Soll ich nochmal die Kamera ausmachen dafür? Weiß ich nicht. Oder bist du nicht jetzt fertig? Doch, jetzt bin ich eigentlich auch durch. Dann brauchen wir die Kamera nicht ausmachen. Ja, stimmt. So. Weißt du, was das Schlimme jetzt an dieser Szene ist? Na? Ich muss extrem viel schneiden. Wieso? Weil ich schon weiß, dass wir sehr lange labern. Ach, das stimmt. Und eigentlich nicht labern und wir nur was zeigen. Dann musst du es dann doch ein bisschen schneiden. Deswegen habe ich ja gesagt, mach die Kamera nochmal aus. Ja, zu spät.